Luftaufnahmen zeigen, wie dramatisch sich die Lage von Italiens längstem Fluss darstellt. Die Bilder, die am Mittwoch gefilmt wurden, zeigen den Po bei Boretto in der Region Emilia-Romagna zwischen Parma und Verona. Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich um die schlimmste Dürre seit rund 70 Jahren. Viele Abschnitte der Wasserstraße sind völlig ausgetrocknet, was die Bewässerung der Felder problematisch macht und die Anwohner stark beunruhigt. Der Po ist insgesamt 652 Kilometer lang und durchquert die gesamte nach ihm benannte Ebene von Westen nach Osten. Mit einer Fläche von rund 71.000 Quadratkilometern hält er den Rekord für das größte Flusseinzugsgebiet Italiens. Allerdings sind die Bilder der aktuellen Situation erschreckend und die nächste Hitzewelle ist bereits im Anflug. Fachleute gehen davon aus, dass die anhaltende Dürre im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht.